ja nicht nur mit den Kindern, die ja auch gerade in Zeiten von Corona wirklich auch ein paar Einbußen mitnehmen müssen. Und da muss man auf jeden Fall sagen, da trifft man jetzt Vorkehrungen, dass zumindest auch der Nikolaus auch kommen darf. Denn auch er hat die ganze Zeit schon darauf gewartet. Sein Datum ist ja ganz klar der 6. Dezember. Man hat immer darauf gewartet, wie sieht es aus? Darf der Nikolaus überhaupt auch das Haus verlassen, um den Kindern eine Freude zu machen? Und da hat jetzt die österreichische Bundesregierung auf jeden Fall Maßnahmen getroffen, damit zumindest auch der Nikolaus nach draußen darf. Und aber natürlich, so wie auch alle anderen, heißt es da Schutzmaske tragen, Sicherheitsabstand einhalten und ganz wichtig, wenn der Nicolo dann auch die Socken und die Stiefel befüllt, dann muss auch er vorher die Hände desinfizieren, damit die Kinder dann auch ihre Geschenke auch ohne Bedenken annehmen können. Das ist etwas, worauf man lange gewartet hat, nämlich die Frage, wie geht man gerade mit einem der wichtigsten vorweihnachtlichen Zelebrationen überhaupt um? Wie kann man es handhaben? Denn die große Gefahr wäre ja gewesen, wenn das Nikolausfest dann nachgeholt werden würde, dass dann alles unkontrolliert vonstatten geht. Und dementsprechend ist jetzt nicht nur der Nikolaus sehr, sehr froh, dass er auch kommen darf. Also er hat auch auf jeden Fall schon zugesichert, dass er die gewissen Maßnahmen einhalten wird und dementsprechend auch zu den Kindern teilweise nach Hause kommt, teilweise dorthin kommt, wo es Feste gibt. Er wird Abstand halten und die Kinder werden das bestimmt auch tun. Hauptsache, es gibt dieses Jahr ein schönes Fest und vor allem die Jüngsten in der Gesellschaft, die zwar am wenigsten betroffen sind von der Corona-Pandemie, aber es gilt natürlich auch, sie besonders zu schützen und dementsprechend kann man sich einfach nur freuen, dass solche Dinge fast wieder Normalität bedeuten und das selbst im Jahr 2020. Wie es genau dann zu Weihnachten aussieht, das bleibt noch abzuwarten. Das hängt auch ganz davon ab, wie es jetzt sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln wird. Es wird ja schon gemunkelt, dass eventuell, so wie in Deutschland, dieser Lockdown noch verlängert werden könnte. In Deutschland ist es bis zum 20. Dezember angesetzt, aber gerade jetzt in Österreich, man hofft schon auf sinkende Zahlen, wie es auch zum Beispiel der Simulationsforscher Niki Popper immer wieder angesprochen hat. Wir sind jetzt im Lockdown, es sollte alles besser werden, die Zahlen sollten sinken und damit sollte auch vor allem dem Nikolo und dem Weihnachtsfest nichts im Wege stehen.